Heute sprechen wir wieder mal über Jonglieren mit den Gleichungen, so wie letztes Mal. Wir bleiben ein bisschen bei diesem Thema. Also, diesmal mit Sinus, Cosinus. A ist gleich Cosinus von Alpha. Ja? Jetzt angenommen, du kennst A, du suchst aber das Alpha. Das Ergebnis wäre Arc Cosinus von A ist gleich Alpha. Oder dasselbe mit Sinus. Angenommen, wir hätten A ist gleich Sinus von Alpha. Dann ist Arc Sinus von A gleich Alpha. Ja? Was du bei derartigen Umstellungen bedenken kannst, bedenken sollst, ist, dass zum Beispiel Sinus von Alpha, das ganze Quadrat, plus Cosinus von Alpha, das ganze Quadrat, beziehungsweise man kann die großen Klammern weglassen und einfach nur hier Quadrat schreiben. Wenn ich mich richtig erinnere, so, ist gleich 1. Egal wie Alpha ist, diese zusammen im Quadrat ergibt 1. Das kann dir in manchen Gleichungen oder in manchen Lösungsansätzen eine Hilfe sein. Oder Tangens von Alpha ist gleich, jetzt muss ich selber mal kurz gucken, Sinus von Alpha geteilt durch Cosinus von Alpha. Diese Art Gleichungen, die gerade eben und andere brauchst du, wenn du mehrere Sinus, Cosinus, Terme in deiner Gleichung hast und diese eventuell zusammenbasteln musst, damit du es auseinander dividierst oder wiederum gelöst kriegst. Aber merke dir das, was wir vorher gesagt haben, mit Arc Sinus oder Arc Cosinus oder Arc Cosinus wird im Taschenrechner, muss man ehrlich gesagt sagen, fälschlicherweise als Sinus hoch minus 1 bzw. Cosinus hoch minus 1 bezeichnet. Mathematisch gesehen ist das sinnlos, also das ist falsch, aber, zumindest soweit ich das weiß, aber es schreibt sich kürzer und deswegen, wenn du Cosinus hoch minus 1 auf deinem Taschenrechner siehst, dann ist Arc Cosinus gemeint. Wenn du Sinus hoch minus 1 auf deinem Taschenrechner siehst, dann ist Arc Sinus gemeint. Ich hoffe, das Video war dir behilflich und abonniere meinen Kanal, leite es weiter, das Video. Gib mir einen Daumen, derartige Videos werden immer wieder hier vorkommen.